Wir spielen heute Crime Scene Cleaner. Da haben wir schon den Prolog weggesuchtet. Bro, geht's dir gut? Das passiert, wenn ihr Videospiele spielt, Leute. Das passiert dann. Hat mega Bock gemacht. Wir sind einfach ein Tatortreiniger. Müssen wegwischen, müssen alles so herrichten, als wäre nichts gewesen. You can work hard through your whole life. But sometimes, even that's not enough. When a person struggles to make ends meet, it's easy to become desperate. As it turns out, one short call can hold the power to change it all. But the question is, should you really take it? Yeah. Geld, Junge. Mr. Kowalski, I fucked up. Zwielichtiges Viertel. I'm here. I'm not. Sorry. I needed to bail. I have to be cautious. Are you serious? We had a deal. Just go to apartment 23. I hid the key near the door. You won't miss it. Money is inside. Fine. Es gibt jetzt eine richtige Story hier, oder was? Sammelteil der Zahlung, entsorge die Körper einen, finde den Weg in die Wohnung 23. Kriegen wir hin. Bin gespannt, wie deep die Story so wirklich ist. Sammelbare Objekte. Finden Sie einige faszinierende Sammelobjekte. Einige davon können Sie als Beweismittel herausstellen. Sie müssen diese mitnehmen, sonst riskieren Sie, die Mission zu verfehlen. Okidoki. Das hier dann wahrscheinlich. Sie sind aufgefordert, das Gebäude innerhalb von 90 Tagen zu räumen. Diese Wohnanlage wurde an die Ruth LS Entwicklungsgesellschaft verkauft und wird bald in einen exklusiven Wohnkomplex umgewandelt. In other words, you're too poor to live here. So ist es wohl. Moinsen, eine Notiz. An den hirnlosen Idioten, der hier lebt. Ich habe die Nase voll von dir. Voll von diesen Hippie, voll von dieser Hippie-Musik. Jede einzelne Nacht. Voll von all deinen zwielichtigen Freunden, die an deine Tür klopfen und Dinge laut im Flur besprechen. Du machst mein Leben zur Hölle. Ja, es war ein pretty tough neighborhood from what I see. Yep, yep, yep. So, wir suchen El Schlüssel, wa? Ah. Aha. Hier gefunden. So, that's where he put it. Boah, okay, das sieht aber deutlich aufgeräumter aus, als ich dachte. Ich dachte, hier wäre jetzt auch voll runtergekommen. Noch ein Schlüssel. Was haben wir hier? Schlüssel zur Wohnung. Ah, dann kicken wir uns das mal an. Blut. Aber keine Leiche. Oh, shit. Ach, du Heilige. Oh, fuck. Du sagst es. Ey, mein, du bist ein Crime Scene Cleaner, hä? Huh? Das ist ein Crime Scene, die es zu cleanen gilt. Also, hey. Und da haben wir die arme Seele. Hallo, Mister. Warum tropft denn da Blut runter? Na gut, jetzt wo wir uns einen groben Überblick über die Bude gemacht haben, schrubben wir mal von vorn nach hinten durch, oder? So, wir haben hier unser Werkzeugrad. Ich muss mich erst noch ein bisschen in die Mechaniken des Spiels reinfinden. Aber das kriegen wir hin. So können wir Wasser auffüllen. Das ist schon mal gut. Können wir das, können wir nicht den Wasserhahn hier einfach anmachen? So Real Talk. Oh, das ist unsere Detective-Sicht. Unsere Splatoon-Sicht. Da können wir dann einmal uns alles, was wir reinigen müssen. Oh my freaking God. Schon moderne Kunst. Na dann. Ach, Sekunde. Leute, ich bin Profi. Gib dem Profi eine Sekunde. Wir schaffen das. So, jetzt können wir ja mal loslegen. Geil, Lomatico. Ich glaube, hierfür sollte ich vielleicht tatsächlich lieber den Schwamm nehmen. So. Satisfying. Kann ich den denn hier mitnehmen einfach? Oh. Upsi, dupsi. Machen wir das ganz kurz weg hier. Halten, schlagen, heb auf. Ah, okay. Und schlagen ist dann... Schlagen. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber hey, learning by doing. Ja, dann schrubben wir einmal drüber. Wir haben auch Waschmittel und so ein Bums. Aber noch würde ich sagen, brauchen wir das Ganze nicht.
bam, 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 bam. Das läuft. Geil, okay, jetzt ist der voller Blut. Jetzt tun wir den hier wieder rein. Ich glaube, wir können so ein paar Aufladungen hier machen von dem Teil, ne, bevor das Wasser auch sehr blutig aussieht. Hier moppen wir einmal über das Ding. Haben wir denn hier jetzt alles gemacht? Oh no, wir waren übel ungründlich. Das ist ja belastend. Das sieht man ja gar nicht, ne? What? Das sieht man ja gar nicht. Da muss man ja wirklich genau sein. So. Ja, hier haben wir es jetzt aber nicht. Hier haben wir es, hier haben wir es. Wir wischen hier alles weg. Wo muss das hier denn wohl hin? Ach, du bist so ein Kissen von so einer Couch. Na, haben wir denn irgendwo noch so ein Teil oder vom Stuhl? Das ist hier eine andere Farbe. Sehe ich denn? Ah, ich sehe mit der Sicht, wo was war. Ah, good to know. Ich glaube, ich mache erstmal überall Blut weg. Ja? Und dann kicken wir mal weiter. Könnt ihr mal hier? Wie werde ich das denn los? Ah, das wird automatisch los. Ah, nice. Das hat ein automatisches Abpumpsystem durch die vielen Löcher. Auf Nein, jetzt habe ich reiß dich zusammen. Okay. Contenance, wir sind Profis. Wunderbar, jetzt nur nicht wieder reinscheißen. Hin und jetzt packen wir. Boah, wär das jetzt umgefallen, wäre ich eskaliert. Okay, und jetzt einfach rein. Schöne Sache das. Gut am Blubbern. Das Möppchen. So. Und jetzt gehen wir hier durch. Und es macht absolut keinen Unterschied. Perfekt. Das sind aber mehr als 5 bis 6 Liter. Guck mal an, wie viel der hier weggeblutet hat. Obwohl, vielleicht ist er von 2 Personen. Ne? Da oben suppt sie auch noch durchs Dachgeschoss, wa? Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal gucken gehen. Oh, ich darf auch nicht im Blut treten, sonst hinterlasse ich auch Schmierfinkenspuren hier. Okay, schiebt euch mal da vorne hin. Du mach dich mal kurz weg. Wo musst du denn hin? Du musst hier vorne hin. Schön, schön. Boah, ich finde das so satisfying, ne? Warum räume ich eigentlich in Spielen so gerne auf, aber zu Hause nicht? Was ist falsch gelaufen? Irgendwelche Synapsen sind in meinem Gehirn einfach nicht so richtig verwurstet worden. Gitarre. Dahin. First things first. Gotta scrub, scrub, scrub. Scrub, scrub, scrub. Ich weiß, ob die Wände besser mit dem Schwamm gehen. Oh. Oh. Die Wände besser mit dem Schwamm gehen, aber noch scheint das hier ganz gut zu funktionieren. Sagen wir mal, es wäre jetzt hier real. Wir versuchen hier wirklich einen Mord zu überdecken. Würde die Polizei, die Detektive, die wer auch immer das hier sieht, nicht mega sass sein, wenn hier alles mit Reinigungsmittel voll ist? Also Bilder und sonstiges. Wäre das nicht ein Dead Giveaway? Ich meine, ist besser als überall Blut zu haben. So, ich sehe wohl den Punkt. Aber jetzt alles mit Reinigungsmittel voll zu klatschen, ist ja jetzt auch nicht so ganz normal, oder? I'm slowly growing tired of this. Na, ich noch nicht, Brudi. Hier wird alles bis in die kleinste Pore gesäubert. Ich glaube, das Wasser hier können wir auch mal ganz gediegen. Yeet. Oh, ich habe da vorne was sauber gemacht. Ich habe es doch gerade gesehen. So, wunderhübsch. So eine super aufgeräumte Wohnung ist auch verdächtig. Mal abgesehen vom Reinigungsmittel. Ja, wir sollten so ein, zwei Leichen sollten wir liegen lassen, um den Verdacht von uns zu weisen. Wir machen jetzt keine Wette, wie viele Eimer ich verschütte. Okay. Interior Design is my passion. Oh yes. Und jetzt können wir den Tisch hier erstmal sauber schrubben. Na, vielleicht lieber mit dem Schwamm. Lieber mit dem Schwamm. Wunderhübsch. Tisch hinstellen. Das sieht gut aus. Da ist noch. Das geht nicht. Das geht nicht. Warte. Da ist noch ein bisschen. Jetzt müssen wir erstmal den Stuhl hier hinstellen. Hübsch, 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 hübsch. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, dass wir hier oben den ganzen Kladderadatsch wegkriegen. Hier ist kein Blut mehr. Hier stand noch etwas. Es fehlt noch ein Kissen. $100 nehmen wir. Was haben wir hier? That guy was clearly missing a screw. Overcoming aggression. How to deal with your violent urges. So. Hier vorne rein. Wir finden die restlichen Sachen von dem Raum schon noch, ne? Gehe ich mal von aus. Wasserpfeife muss ich noch zusammenbauen. Hier vorne ist die Wasserpfeife, oder? Ja. Da, die schöne Shisha. Aber gar keine Schläuche oder sowas dabei, hä? Mach dich mal da rein. Guck mal, der ist immer noch mit ein bisschen Bubbles belegt, ne? Oh. Ist das von hier? Von der Seite hier? Ach, das sieht einfach so aus. Das sieht einfach so aus, als hätte er da, weiß ich nicht, eine Ameisenarmee zerquetscht. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Ah, hierfür brauchen wir dann tatsächlich das Reinigungsmittel. Rudi,
Wenn ich dir sage, du sollst den Schrubber benutzen, dann benutze den Schrubber. Okay, ich glaube, wir müssen noch erst Müll einsammeln hier. Ich nehme doch gleich den Schwamm. Entspann dich. So, hier brauchen wir gar kein Reinigungsmittel. Hier brauchen wir echt einfach nur einen Schwamm. Einmal jetzt kurz die Vision angucken. Okay, die Wand ist noch verschmiert. Das ist okay. Das hier können wir noch wegmachen. Dann würde ich mal ganz kurz den ganzen Müll einsammeln. Müll. Joink. Geil. Joink. Dann hole ich mal meinen Wischimob raus und mache den restlichen Boden hier weg. Oh, satisfying. Als wir reingekommen sind, war halt alles übel räudig. Und jetzt ist halt immer noch räudig, aber nicht mehr so räudig. Wir brauchen noch einen Schrubber. Hier stand ein Tisch. Hier haben wir noch eine Hand. Bam, weg mit dir. Können wir dich auch eigentlich direkt nehmen, ne? Du stehst dann wahrscheinlich dann hier. Sehr hübsch. Ein Barhocker. Vielleicht hier vorne war der gerade? Jawohl, ja. Das war's hier. Das war's hier. Wir sind fertig mit dem Raum. Oh, ich kann die Schubladen öffnen. Okay, wait a second. Das eröffnet neue Möglichkeiten. Warte. Warte. Da müssen wir jetzt einmal kurz akribisch durchgehen. Boah, ich sag's doch so, wie es ist. Ich würde mega gerne bei anderen Leuten einbrechen. Stopp! Die Story geht weiter. Nicht um was zu klauen, sondern einfach nur um zu gucken, wie die leben. So ein bisschen in die Schränke gucken. Wie haben die das so gelagert? Welche Gadgets haben die so im Haus? Was die so anders machen als einer selbst? Was für Ideen die so für den Haushalt und sowas haben? Hätte ich schon. Also, finde ich irgendwie mega interessant. Irgendwelche Schubladen, die es zu durchsuchen gilt? Jawohl, ja. Vielleicht ist hier auch irgendwas drin. Oh! 50 Euro. Wenn du schon in die Schubladen guckst, dann nimm doch auch den Shit mit. Wohnzimmer bitte noch einmal gucken und das Mehl mitnehmen. Das Mehl mitnehmen? What? Das Mehl? Oh, Geld! Also einen Huni habe ich gerade gesehen. Oh! Das Mehl! Gut, kommen wir zum unschönen Teil. Wir haben es hier mit einer waschechten Leiche zu suchen. Könnte ich auch noch einmal auslernen, ne? Eigentlich gar nicht so schlimm. Mach ich das mal ganz kurz? Mach dich mal dahin. Leer dich aus. Ich habe den auch schon lange nicht mal umgekippt, ne? Will ich mal dazu sagen. So, ich könnte erstmal ein bisschen Müll einsammeln. Ich glaube, das wäre auch ganz gut. Mach dich mal da rein. Glasscherben. Oh. Tüte rausziehen. Ein Müllsack. Okay, keine Ahnung, wo wir damit hin müssen. Werden wir bestimmt noch rausfinden. Gut. Ab jetzt. Schrubbi. Sollten wir den erst wegtun? Sag ich mal her. That letter T is pretty incriminating. T, wo steht denn T? Oh, T. Okay. Wir wissen also, wem das Messer gehört, huh? Hebe auf. Damn, he's heavy. Damn. Now, I guess I put him in my trunk. I guess, dann lege ich den einfach mal in meinen Kofferraum. Hoffentlich sieht das jetzt keiner. Ich laufe hier einfach mit einer Leiche durch die Bude, ja? Ist hoffentlich kein Problem. Er ist nur Knockout, ja? Wir haben einfach ein bisschen zu viel Milch getrunken. Einfach hier rein. No need to thank me. Das kann ich nicht mitnehmen. Am Fensterbrett ist noch was. Am Fensterbrett. Da vorne? Das hier, ne? Pennywise 2 Schachtel K, Eis, die übliche Menge, Robben mit 5 Flaschen. Tyler owed him a lot of money. That's what their beef was about. Okay, dann schrubben wir weiter. Schrubben wir weiter. Tyler hat also Geld geschuldet. Na gut. So, mach dich mal kurz da wieder gerade hin. Ist hier jetzt noch irgendetwas Incriminatiges? Kann ich eigentlich? Willkommen zur diesjährigen Pizza-Weitwurf-Challenge. Fuck. Ich müsste hier nochmal ganz kurz durch die Schubladen gucken. What do we have here? Thanks. Oh. At least he didn't screw me over. Ah, er hat uns tatsächlich das Geld da gelassen. Geilomatico. Oha, Händlerwohnung, Ort gesäubert. Oh, ich bin das hier gerade akribisch am Saubermachen. Du kannst jetzt hier nicht. Oh, wie komme ich da oben dran? Oh!
seems like our guy had another hobby. Und er hat die Leiche direkt über einer Tür geparkt? Okay, du machst da unten noch ein bisschen Sitz, nicht? Ah. Ah ja. Jeder weiß, der Hanf wächst am besten, wenn er umgeben ist von Leichen. What the fuck ist hier los? Du, der hat auf jeden Fall ein spezielles Hobby. Aber warum hat er das denn vor... Hat er das denn... Er hat das ja auch vor uns versteckt, ne? Wer ist da eigentlich die ganze Zeit am Klüngeln? Why do psychos love classical music so much? Weil die sich für was Intelligenteres halten? Ach Mensch. I feel sorry for you, but if cops were to come sniffing around, I could get trouble. Was ich verstehe, also der hat uns ja nur über die eine Leiche informiert hier unten. Aber wenn die Cops hier kommen, die sehen das doch auf jeden Fall da oben. Warum hat er uns nicht auch darüber informiert? Also, versteht er? Kann ich es nicht einfach auch hier erstmal liegen lassen? Nicht so schlimm, oder? Nee, du suppst sogar nicht mal rum. Das ist eine sehr hygienische Leiche. Okay, dann lasse ich die da erstmal liegen und mache mir erstmal den Rest. Ah. Ey, das ist ein Crime. Das ist ein Crime. Da oben kann man anscheinend noch mehr Wasser holen. Ah, wunderklar. Wunderklar, wunderhübsch. Naja, was soll's. Ist unser Job, ne? Da wollen wir nicht meckern, war Männers. Oh, machen wir ja einfach mal klar Schiff. Das wird auf keinen Fall, also wenn hier so lange schon Leichen rumliegen, der hier wirklich ein Hobby sich draus gemacht hat, ne, dann wird das hier auf keinen Fall auch irgendwie nach Leichen stinken oder sowas. Ey, mach mal Sitz. Oh, meine Fußtrapsen hier noch, ne? Ich kann nochmal ganz kurz hier unten die hier wegmachen. So. So, wir sind schon bei 100%, by the way. Wir haben die Händlerwohnung alles erledigt. Jetzt müssen wir nur noch den Müll entsorgen und hier oben den Dachboden noch fertig machen, ne? Das hier weg. Dann haben wir den Bereich soweit geclearet. Dann können wir jetzt noch ein bisschen hier durchgucken einfach. Was haben wir denn hier? What the hell? Looks like Rob was a real freak. Ja, okay. Ja. Die snacken wir uns. I should never have gotten involved with this. Nope. Rob is a maniac, dude. Oha. 700. 300. Ich bin rich. Seine Handpflanzen hat er soweit bewahrt. Vor etlichen, vor etwaigen blutigen Aktivitäten. Das heißt, wir sind nur hier. Things change from really, really bad to absolutely horrible. Moin, ich putz hier nur. Bitte beachten Sie mich gar nicht. Alles easy. Halten zum Schlagen. Why? Warum zerschlage ich dieses Bild? What a rotten luck. To end up having to cover up for a serial killer. Ach, weil es wahrscheinlich mit Blut gemalt ist, ne? Macht Sinn. Doch, 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 ja, doch. Ich verstehe. Und jetzt packen wir es weg. Okay, I see. Jetzt verstehe ich, warum wir es kaputt schlagen. Die schöne Kunst. So, einmal weg. Und dann treten wir dich noch einmal weg. Also, schlagen. Wir treten dich mit unseren Händen. Was haben wir hier? She was just a student. Tja. Jetzt ist sie einfach nur eine Leiche. Oh Gott. Ah, ist von der anderen Seite. Das kriege ich nicht. Das, ach, ne, ist tatsächlich von der anderen Seite. Okay. Ich weiß nicht, das kriege ich ja gar nicht runter. Oh, aber es funktioniert auch so gut. Okay, dann benutze ich halt einen Schwamm. So, SpongeBob muss auf sein neues Abenteuer geschickt werden. Sekunde. Ich hoffe, das stört die Dame nicht, dass ich hier am Putzen bin. Ich soll es vielleicht auch einfach mal abhängen, ne? Hallo. If I bail, the cops will find out what happened here. Sooner or later. This might lead them to Tyler. Tyler will surely lead them to me. Ey, du bist jetzt zu tief drin, Bro. Das geht nicht anders. So, geh schon mal vor. Okay, Loki, ich würde sie da hängen lassen. Ich glaube, die Cops sind mehr beeindruckt als alles andere dadurch. Jetzt hängt sie ja mal andersrum. Das ist doch schön. Das ist doch gut. Haben wir ihren Dienst erwiesen? Bum, bum. Schade, dass sie uns nicht mehr danken kann. Nice, wir haben 100% des Bluts weggemacht. Guckt euch an, wie schön einfach. Ich mach das wirklich nicht extra. Ich bin einfach dumm. Ich bin wirklich einfach dumm. Es tut mir leid. In den Ofen soll ich noch gucken, sagt ihr? Meint ihr in der Küche oder was? Dann die Beine zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. So, meine Liebe. Einmal bitte mitkommen. Yes, in der Küche im Ofen. Alles klar. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Warte mal, ich guck mal, ich guck mal. Mach mal kurz Sitz. Ich kann tatsächlich den aufmachen. A secret pizza. We found the secret slice.
Für die Moven, die da kommen mögen. Jetzt muss ich echt hier 5-mal hoch und runter laufen. Tja. Na gut, dann gehen wir halt die lange Strecke. Oh, wann können wir denn hier? Oh, ich sehe eine Abkürzung. Jeet! Man kann sie nicht durchs Fenster jeeten. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Man kriegt sie da nicht durch. Oh. Oh. Oh, never mind. Die Leichen können nochmal fliegen lernen. Komm mal her, Pippi. Wir haben da noch was für dich. Eine kleine Flugstunde, die aufs Haus geht. Also vom Haus geht. Und juhu! Tut mir auch nicht, ich hätte den It's Raining Man Joke ja gebracht, aber leider sind es ja Women. Deswegen kann ich das leider nicht. So, Müllsäcke entsorgen, Opfer entsorgen. Alles andere haben wir erledigt. Guck mal, die ganze Strecke haben wir uns erspart. So, da liegt Opfer Nummer 1. Komm mal ran. So. Hat es, glaube ich, auch genossen, die Reise. Hat es, glaube ich, auch genossen. Gestern war ich ein ordinary janitor. Now I'm dragging a dead girl to my car. But I have other people to look out for. Tja, und to be honest, ein bisschen Spaß macht's auch, die Leichen hier durch die Stockwerke zu werfen, oder? Hast du nicht 3 Müllsäcke? Ja. Habe ich einen oben gelassen? Oh. Oh. I will clean up tomorrow. Ich glaube nicht, dass jemals ein Morgen kam. Oh. Deswegen ist es gut, dass ich so bräsig bin. Hätte ich nicht oben den Müllsack vergessen, hätte ich das hier niemals gefunden. Nochmal ein bisschen Money. Nice. Alles geplant, so ist es. So langsam versteht ihr mich. Wir suchen eigentlich hier nur ein bisschen nach Geld und so ein Bums. Oh. Someone's lucky keys. Ein Glücksschlüssel. Und 50 Mücken. Der Schlüssel zu deinem Glück. Ey, ihr seid aber auch spezifisch. Das ist mal wieder insane. Sind wir jetzt hier? Finde ich cool, dass hier einfach so viel Secret-Sachen ist. Oh. Also da könnte man schon eigentlich von Kunst sprechen, ne? Man hätte hier... What the fuck? Weirder voice line. Man hätte hier also einfach durchgekonnt. Oh. I see. Schön. Und da vorne ist ja noch mehr Geheimnis. What the fuck? Wait a second. Kann ich hier hoch? Warte mal. Let's go. Oh. Und hier ist die Pizza, die wir für uns hier platziert haben. Wohl bekommt's. Yeet. Geil. Is this piece of junk still operational? Wir können es ja herausfinden. Noch ein geheimer Raum. What the fuck? Sneaking into somebody's dream. Geheimnis entdeckt. This is not the way. Artist self-love is inescapable. True. Oder so. Nice. Rosen sind rot, genau wie mein Blut. Jetzt bin ich sauber und nüchtern, aber mein Vater ist immer noch ein Arschloch. Ich kann mich nicht auf ihn verlassen. Oder auf irgendjemanden sonst. Niemand versteht mich wie meine toten Mädchen. It's like some poet said, Poesie. Man is the most soulful predator on earth. Poesie. Oha. High five. Joink. 700 Tachen habt ihr das gegeben. Das Spiel hat wahrscheinlich mehrere Missionen. Und man muss so ein bisschen den Struggle überkommen. Man muss Rechnung bezahlen, sonstiges. Nach der ersten Mission haben wir schon alles. Haben wir schon alles geschafft. Nach der ersten Mission, wir sind reich. Wir müssen nichts mehr machen. Wir kaufen uns jetzt eine Yacht und dann geht's ab. Dude, das Geheimnis haben wir also gefunden. Krass, cool. Und der fährt jetzt wieder hoch. Wo ist denn, komm, hier kann ich noch einfach hier reinspringen, ne? Oh. Oh, jetzt sind wir hier. Oh. What the hell is wrong with people? Why do they accuse me of inappropriate behavior towards my plants? I love my plants more than anything. I would never hurt them. Nobody's talking about the guy from 23. I've seen him selling some dead leaves to strangers. He even smells funny. And no, you go on a movie date, we send you one time, and suddenly you are a weirdo. For
once, I'm lost for words. Wollen wir das nicht mitnehmen? Das ist ein Beweismittel. Der spricht über den Typen in 23. Wollen wir den nicht mitnehmen? Bist du doof? Hä? A key. Where am I supposed to find a key in this mess? Noch ein Schlüssel. Aber das ist doch so ein Glücksdings. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht... Ich habe auch kein Inventar, ne? Sonst wird er den ja automatisch... Oh, Manni. Blöde Frage. Kommst du denn hier noch raus? Hab die Befürchtung, den Schlüssel kannst du nur von der anderen Seite nutzen. Ja, hier komme ich raus. Oh, ein Schlüssel. Same keychain as before. Glücksschlüssel. Noch ein Glücksschlüssel. Wait, what? Dann haben wir jetzt einen zweiten Glücksschlüssel. Und der passt dann hier rein. I have a weird feeling about this place. Oh, yum, 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 yum. What exactly are yokai? Keine Ahnung. Aber Jona und Mäuse nehme ich mir nicht. Don't forget to water plants in yourself. Don't forget to water plants in yourself. Hier ist der zweite Schlüssel für. I see. Fuck. Mach dich mal ruhig. Okay, also wir haben die Bude jetzt nur wirklich, wirklich gut leer gesaugt, ne? Cucumber Seek. Nature joins the spree. Mad Kingdom. Wacky Grin. That's me. Buddy, können die Pflanzen laufen, würden die auch fliehen. Wir haben alles gesehen, alles gemacht jetzt. Bin ich mir sicher. Der Sack? Oh, wir haben den Müllsack immer noch oben in der Bude. Stimmt! Da war ja was. Müllsack? Ah, da ist er. Da ist er. Ich muss aber mal ganz kurz hier. Das ist mir jetzt noch ein Anliegen. Nö, gut. Dann haben wir es jetzt aber wirklich hier. Wo ist unser Auto da vorne? Nein. Gut. Jawohl, ja. So, hier waren wir auch schon, ne? Hier haben wir ja schon alles gesehen, gemacht. Jawohl. Dann bin ich sehr, sehr happy mit dem Ganzen. Dann können wir steppen. Dann können wir jetzt tatsächlich. Verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Oh, ich bin bereit. Ich bin bereit und bei der ganzen Hanfplantage da oben bin ich auch bereit. Three bodies in my car. Is it still me behind the wheel? Oh, yes. Wir haben es, you did it. Wir haben alles, you did it. Bam. Bam, kein Beweisfoto? Ne, diesmal anscheinend nicht, ne? Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie haben wir abgeschnitten? 100% Blut? 100% Müll? 100% Möbel. Perfekter Score. Beweise, alle gesammelt. 100% Täuschung. Alle Leichen gefunden. Und da sind wir in unserer Garage. Oh, hallo! Du siehst irgendwie ein bisschen komisch aus, mein Bester. Dexter, what are you doing up, boy? Dexter! So, Telefon, ja bitte. Hallo. Mr. Kowalski, sorry to bother, but I have some good news and some bad news. Tyler, der Typ, bad ne? Bad news first, Rob's Boss, Big Jim. Found out what we did. And he's wie? The scariest guy I know. Wie? But here's the good news. He's not mad at all. In fact, he is so cool with what happened and is impressed by your skills, he'll probably hire you. So yeah. Good luck. This is insane. What the hell did you get me into, Tyler? Okay, shit. Also wir haben jetzt für Tyler so ein bisschen sauber gemacht. Wir waren ehemaliger Hausmeister. Und jetzt hat es anscheinend irgendwer rausgefunden. Und der jemand will uns anstellen als Crime Scene Cleaner. Roll Credits!